Hallo, herzlich willkommen bei Total Regional, dem neuen Format des Regionalverbands Frankfurt-Rhein-Main, bei dem wir zeigen wollen, dass die Region, die so anonym ist, eigentlich nichts anderes als die Orte, in denen wir zu Hause sind. Und heute sind wir in Bad Nauheim, im Wetteraukreis, einer Stadt, die mir persönlich sehr gut bekannt ist, weil hier habe ich weite Teile meiner Schulzeit verbracht. Und ich freue mich darauf, jetzt gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Kress die Stadt Bad Nauheim neu zu erleben und euch ein paar spannende, interessante Orte zu zeigen. Ich mache mich jetzt rein. So, du hast uns an den ersten Place to be geführt hier in Bad Nauheim, nämlich auf den wunderschönen Aliseplatz. Ja. Erzähl uns doch ein bisschen was dazu. Wo sind wir jetzt gerade? Du hast gesagt, wir sind im Herzen der Stadt, absoluter Place to be, wie du merkst, die Sonne kommt schon raus. Und mediterranen Flair fast. Mediterranen Flair, das ist der Schuckardbrunnen und durch das Pane e Vino, was sich hier befindet, kann ich sagen, dass die Bad Nauheimer den Platz lieben. Die kommen zusammen, essen eine Kleinigkeit, trinken eine Kleinigkeit. Findet ganz, ganz viel Kommunikation statt und du bist schnell in der Fußgängerzone auf der einen Seite und wer eher Ruhe und Entspannung sucht, direkt gegenüberliegend erwartet die Menschen der Kurpark. Also da haben wir das Kaufhaus Weihrauch, wenn man was einkaufen will, also das Herz der Stadt. Herz der Stadt, kann man so sagen. Kann man so sagen. Und Herz der Stadt ist ein gutes Stichwort. Das Herz der Stadt hat sich auch erheblich verändert in den letzten Jahren. Also ich habe 99 hier in Bad Nauheim auf der ELS mein Abi gemacht. Und wenn man so das Stadtbild vergleicht, da hat sich schon unwahrscheinlich viel getan. Ja, Gott sei Dank, es hat sich viel getan. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, der entscheidende Motor der Stadtentwicklung war die Landesgartenschau in 2010. Da sind viele Fördergelder geflossen. Da haben wir einiges neu gestaltet. Auch hier die Parkstraße Rufen, an der wir hier stehen, hat sich dadurch verändert. Und das hat einen enormen Entwicklungsschub gegeben. Und den haben wir versucht mitzunehmen, was wir auch mussten, weil im Kontext der Gesundheitsreform sind von den 39 Kliniken, die Bad Nauheim mal hatte, als Kurstadt mal hatte, im Endeffekt jetzt noch 14 übrig geblieben. Das funktioniert ganz gut und finde es auch ganz gut, dass man nicht nur Rollatoren in Bad Nauheim sieht, sondern auch den ein oder anderen Kinderwagen. Also das kann ich auch absolut bestätigen. Das Image von Nauheim hat sich stark geändert in den letzten Jahren. Es war früher schon so eher die Stadt für die alten Leute, kann man so sagen. Ja. Aber mittlerweile ein hochattraktiver Wohnstadtort von jung bis alt. Wirklich eine tolle Stadt, die sich hier entwickelt hat. Und du hast drei Punkte rausgesucht, die wir uns heute angucken wollen, die so ein bisschen repräsentativ für die Stadt stehen. Den ersten haben wir jetzt gerade gemacht. Wo gehen wir denn noch hin? Ja, wir gehen natürlich zu dem Jahrhundertprojekt, zum wichtigen Projekt für Bad Nauheim. Das ist die Therme, die gerade neu gebaut wird, die wir im November diesen Jahres eröffnen werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, der auch nochmal Tourismus ankurbeln wird, den Wirtschaftsfaktor Tourismus stärken wird. Die Einzelhändler freuen sich auf die Eröffnung der Therme. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Und den Schlusspunkt, den letzten Punkt, verrate ich an der Stelle noch nicht. Lass dich einfach mal überraschen. Okay, bin ich gespannt. Dann machen wir uns auf den Weg. Alles klar. Los geht's. So, zweite Station. Wir stehen vorm Sprudelhof. Ein Ort, wenn ich Gäste als Bürgermeister hatte aus dem Ausland, aus den Partnerstädten, sind wir immer in Sprudelhof gegangen. Ganz tolles, besonderes Ambiente. Ja. Aber deswegen sind wir nicht hier, sondern da hinten sind Baukräne. Was passiert hier? Ja, wir sind eigentlich wegen beidem hier, weil du hast gesagt, Sprudelhof, größte zusammenhängende Jugendstilanlage Europas. Passiert jetzt endlich was? Wir sehen die Baustellensituation. Theodora Konitzky Krankenpflegeschule kommt rein. Okay. In diesem Jahr Kooperationsprojekt zwischen GZW und Kerkhoff Klinik zur Ausbildung, zur Gewinnung, zur Erhaltung der Pflegekräfte. Sehr für wichtig. Die medizinische Versorgung. Super wichtig. Und ja, du hast angesprochen, dahinter das eigentliche Projekt, die neue Therme. Genau hinterm Sprudelhof mit Anbindung an den Sprudelhof. Ende des Jahres werden wir eröffnen. Dieses Jahr, ja, genau. Da haben wir wirklich, wirklich Gas gegeben und da freuen sich, glaube ich, alle Nauheimer, auch die Region drauf, dass es endlich wieder eine Therme in Bad Nauheim gibt, die der Stadt wirklich nochmal einen Schub geben wird. Also gute Geschichte, aber es ist schon schwer, so eine Baustelle im Herzen der Stadt zu haben. Auf der einen Seite das Jugendstil-Denkmal
und auf der anderen Seite mit der Kerkhoff-Klinik Hightech-Medizin, schmales Baufenster. Also ich mache 10 Kreuze, wenn das Ding steht und eröffnet ist, aber ist schon klar, eine Herausforderung. Ich freue mich drauf. Super, ja. Sehr schön. Wir waren am Aliseplatz, wir haben uns Thermo- und Sprudelhof angeguckt und als drittes hast du mir eine Überraschung versprochen. Du, das verrate ich dir immer noch nicht, Ruben. Okay. Aber lass dich überraschen. Ich weiß, du bist ein offener Typ und... Ich bin gespannt. Komm, wir gehen los. So, wo geht's denn jetzt hin? Ja, jetzt kommen wir ja zur angekündigten Überraschung. Okay. Und weißt du, wir sind ja schon da. Kleiner König. Tradition, sehr gut. Kult in Bad Nauheim. Du kannst dir hier Lieder wünschen, die werden gespielt und einfach nur in Ruhe ein Bier trinken. Also, und das machen wir jetzt, oder? Das machen wir jetzt. Gute Idee. Bist du dabei? Ja klar, natürlich. Überraschung geglückt, würde ich sagen. Sehr gut, sehr gute Idee. Ja, freut mich. Erzähl mal was, wo sind wir hier? Ja, wir sind hier im Kleinen König, Traditionskneipe in Bad Nauheim. Und ja, was soll ich sagen, du, da muss man einfach gewesen sein. Und was muss man hier trinken? Was ist das Grüne? Ja, also man trinkt hier üblicherweise Bier und dann gibt es immer aufs Haus. Immer heißt, du merkst daran, bin ab und zu mal hier. Und da gibt es natürlich so eine grüne Begrüßungssituation. Hier, wir schwätzen nicht lang. Prost. Prost. Ja, Waldmeister. Geht. Wenn ich aus was weiß ich woher das Video wird ja in der ganzen Region viral gehen. Ja. Hunderttausende werden sich das ansehen und die kommen alle nach Bad Nauheim. Wann sollten sie herkommen? Was sollten sie sich angucken? Also wir haben am letzten Wochenende im April den Kunst- und Gartenmarkt in unserer Fußgängerzone. Mhm. Wunderschöne Geschichte. Da kommen auch viele aus der Region. Dann sicherlich das European Elvis Festival. Den hatten wir noch. Wir haben Elvis noch gar nicht erwähnt bislang. Ja, das ist ja ein Skandal. Geht ja gar nicht, obwohl er jetzt auch in Bronze hier auf der Brücke steht. European Elvis Festival im August, absolutes Highlight. Mhm. Cadillacs, Petticoats, ja, Elvis lebt. Dann in Bad Nauheim, das ist ein absolutes Highlight. Und dafür ist Bad Nauheim auch bekannt, das Jugendstilfestival. Mhm. Das sind jetzt so die drei Punkte, die sich anschließen. Man kann auch noch die CAP erwähnen, weil das hier in der Region wirklich eine alte Straßen-CAP ist. Ne? Nicht so der klassische Festplatz, hat auch eine ganz besondere Atmosphäre. Also es gibt viele Gründe, um nach Bad Nauheim zu kommen. Unendlich viele. Das war total regional, diesmal aus Bad Nauheim, nachdem wir in Folge 1 in Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis waren. Es zeigt mal wieder, unsere Region, das ist kein anonymer Kreis, keine anonyme Sphäre, sondern das ist ganz konkret, das sind die Orte und die Städte, in denen wir leben. Und es lohnt sich auch mal aus der eigenen rauszugehen und sich andere anzusehen. Kommt nach Bad Nauheim und seht es euch an. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.